Moin zusammen, wir gehen jetzt einmal zu zweit nach Willow. Wir haben den Challenge Mode schon erledigt. Wir sind aber mit Challenge Mode Einstellungen einmal hier, weil wir spielen ja immer mit 0 Beweisen, wenn es hochkommt mit einem. Wir haben diese Aufgabe, dass wir eine Spirit Box Antwort brauchen und ich dachte mir, ja, machen wir das mit den Challenge Mode Einstellungen, ist ja egal. Ja, Perfect Game können wir vergessen, weil die Aufgabe hier können wir nicht erfüllen. Wir bekommen keine Smudgies. Wir können die anderen zwei machen, aber es gibt kein Perfect Game. Wir können aber nach einem Knochen suchen, was sich auch in Willow in letzter Zeit sehr schwer herauskristallisiert hat. Aber mal schauen. Wir hüpfen da mal rein und gucken, wer da auf uns wartet. So, wir marschieren jetzt einmal rein. Das Wichtigste ist, ja, Schlüssel, Licht, dass wir so schnell wie möglich den Brekkie anmachen. Der ist gerade am Duschen. Wir haben einen Duschgeist. Einen kleinen Duschi. Ja, dann mach doch die Tür zu beim Duschen. Siehst du mal, wie lieb der ist. Ja, ein kleiner Duschi. Ja, solange er keinen fliegen lässt, ist ja alles gut. So. Ich habe den Knochen, der liegt hier unten. Ich sammle den einfach direkt ein. Wir kriegen hier eh kein Perfect Game. Also Knochen brauchst du nicht suchen, bringen alles zum Geist. Hey, wird wohl ein Speedrun hier, ha? Huh? Brauchen wir nur Ach, das ein Bild Geist auch raus. offen, ne? Jupp. So. Welche Tür hat der befummelt? Die hier, oder? Keine Fingies? Ja. Hat er das Licht angemacht oder du? Licht wo? Im Badezimmer? Ja, in dem Badezimmer hier, wo der Geist ist. Ich glaube der. Aber ich Ja. will jetzt nicht noch jetzt. Bewacht erstmal, weiß ich nicht genau. Okay, dann müssen wir jetzt alles hier rein schaffen. Wo sind die Bücherchen und die Kann nicht Dots? gewesen sein, schon überlegt. Lass ich jetzt zurück hier, weil es Ja, nicht. okay, wir spielen ja nicht mit null Beweisen, dann geht's ja. So, du? Ne, ich meine, der hat angemacht, weil Das ich hab. Buchgesicht. Ne, ich hab die angemacht, ich hab die geguckt. Ne, Die ich mach's Tür, doch. der haut Ne, dir guck die mal, Tür Tür. ins Gesicht. Arschkeks. Ein Durslämmer. Was sagt's EMF? EMF sagt 3 oder 2. Was sagen die Fingies? Oh, Füßchen. Keine Fingies. Okay, auch keine Füßchen. Der Geist hat weder Hand noch Fuß. Ha, ha, ha. Ach, ist er durchgeladen. So ein Trampel macht er deine schönen Eisburgen kaputt. Salzburgen. Eisburgen. Trampelstier, Eisburgen, sollen wir mal Eisburgen bauen, ey? Was meinst du, wie schnell wir die wegessen, ey? Ach Mann, ich kann es hier nicht platzieren. Warum nicht? Hä? Warum kann ich das hier oben nicht Vernetzung. platzieren mit F? Okay. Ja, whatever. Fressburgen. Bau mir ein Schloss aus Eis. Genau, der Geist braucht alles. Geisteis. Mein Gott, ey. So, haben wir haben Orbis. Da fliegt ein kleiner Orbi. So, wir brauchen eigentlich keine Fotos machen, aber ich mache einfach mal ein paar aus Spaß, weil ich kann. Give us a sign. Are you here? Show us. Ich sehe keine Füßchen. Ah, das war eben hier in der Kitchen. Ghost, are you here? Wo ist die Spirit Box? Die brauchen wir. Ah ja. Ach, die Flamme. Orbis? Ja, weil der Geist in der Nähe ist, ne? Kannst noch Sensoren da in der Küche und sowas hin tun? Wo ist die Spirit Box? Hatten wir die nicht hier gehabt? Ah, da ist sie ja. Unter der Flitschi. So, dich tun wir da auch noch hin. Dann können wir dich von draußen da hinsetzen. Ich meine, wir müssen hier keinen großen Aufbau betreiben. Wir wollen ja nur die Spirit Box. So, Sensoren sind drinne. Bist du denn drin, Geist? Komm, Geist, sei bitte im Raum. Ja. Where are you? Are you here? Ich hier. Wir haben Spirit Box. Einer. Komm rein, benutze die Spirit Box für die Aufgabe. Das war unser Ziel, warum wir das ganze Theater machen. Also, wenn er das Licht angemacht hat, ist es kein mehr. Hier ist die Spirit Box, komm rein. Und wir haben Gefrier. Frag ihn, was auf der Box. Guck, ob er durch den Sensor läuft. Onryo, wir müssen aber noch auf. Okay, perfekt. Dann hast du jetzt schon die Antwort bekommen. Dann müsste die Aufgabe für dich auch zählen. Onryo schon wieder, okay. Parabol können wir noch schnell machen. Gibt jetzt nicht so viel Geld, aber Hauptsache, wir haben die Aufgabe. Das war ja unser Ziel. Geh mal im Truck auf dem Clipboard gucken, da siehst du ja, ob es gezählt hat. Die müsste dann abgeschlossen sein.
Ich mach noch schnell das in der Zeit. Ja, cool. Also, also, falls ihr den Challenge-Mode noch nicht gespielt habt, ich meine, ich glaube, wenn das Video hier rauskommt, ist der eh schon vorbei, aber der Challenge-Mode Vulnerable macht einfach alle Lichter an, macht so schnell es geht den Breaker an, macht alle Lichter an und der Geist handelt gar nicht erst. So seid ihr auf der sicheren Seite, ganz einfach. So. Na komm, Parabol. Hat das Parabol schon gezählt? Nee. Komm schon. Gib mir ein Parabol, bitte. Ich versuche gerade Parabol zu kriegen. Ich höre kaum was mit dem Parabol. Du kannst ja auch noch eins mitbringen, um die Chance zu erhöhen. So. Voodoo-Pipi. Das kann ich auch mal zeigen, wie schnell man hier sterben kann. Bin ich nämlich letztens. Na komm. Jetzt quatsch doch mal hier rein. Komm, du bist doch da. Du läufst doch da rum. Bla 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 bla. Komm, Geist. Warum habe ich hier Gefrieratem? Wechselst du gerade den Raum? Willst du mich verarschen? Du läufst aber da durch die Sensoren. Du bist da. Komm. Komm, sag was, bitte. Was gibt's eigentlich jetzt? Scheitert's am Parabol oder was? Der will einfach nicht reden, ne? Ja, halt's mal weiter auf ihn drauf. Ich verteile noch ein paar Sensoren, dass wir wissen, wo er rumläuft. Dann kann man es immer genau auf ihn draufhalten. Ja, das war jetzt nicht so sinnvoll. Das sieht aus wie ein Pupskissensensor. Stell dir mal vor, es gibt einen Pupskissen-Bewegungssensor, so, weißt du, dass ein Licht in deinem Brötchen angeht, anstatt dass ein Pupsgeräusch kommt. Leuchtendes Brötchen. Ja, am besten mit LED-Licht. Luminisierendes Brötchen. Wir kommen auf bekloppte Ideen manchmal, ey. Aber wisst ihr, bekloppt sein hält uns... sane. Ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt. Insanity keeps us sane. Mensch, der läuft doch da eindeutig rum. Warum macht der jetzt keinen Wisch, 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 Wisch? Vielleicht müssen wir es ihm vormachen, dass er es nachmachen kann. Ah, siehst du, es hat funktioniert. Man muss ihm nur zeigen, wie es geht. Okay, Abfahrt. Seht ihr, wenn ein Geist nicht will, macht es ihm vor. Wenn ein Poltergeist nicht werfen will, werft ihm einfach ein paar Sachen ins Gesicht. Wenn ein Geist nicht flüstern will, dann macht ihr einfach das Geflüstere. Das war jetzt lustig, ey. Okay, hast du Onryo drin? Nee, Moment. Oh mein Gott, ey. Aufgabe hat gezählt. Hab ich sogar nicht verkauft. Die Aufgabe hat gezählt, ne? Flüsterkopf. Ghost Whisperer. Ja, I have it. Eileen, the Ghost Whisperer. Krass, antwortet sehr, wenn du gefragt bist. Oh mein Gott. Wie ihr seht, mit Geistern kommt man besser zurecht als mit Lebenden. Oh mein Gott, ich hätte wirklich so ein Mortuary Assistant in echt werden müssen. Ey. Mit den Toten ist es doch immer am besten. So, es ist nicht viel Geld, aber wir haben die Aufgabe erledigt und hier habt ihr noch die Stats. Er hat einmal den Raum gewechselt, wahrscheinlich in die Küche rein, aber er war trotzdem noch im Bad am Rumlaufen. Benutzt also die Sensoren. Die sind eure Freunde. Ich weiß, ich wiederhole mich. Ist nur ein Hinweis, ein Rat. Ja, das war schon wieder ein Klogeist, ne? Heute ist Klo-Tag. Also mal gucken, ob wir als nächstes einen Klogeist kriegen. Bis dann, ciao.